Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Im letzten Part haben wir hier unser Schwert bekommen, endlich mal. Wir haben uns eine Schleuder gekauft und eine Angel haben wir auch bekommen. Ist viel passiert im letzten Part. Und ja, die Kinder haben jetzt einen Affen verfolgt und den wollen wir jetzt selber mal verfolgen, um ihn mal ein bisschen zu vermöbeln. Ich glaube, hier sind sie entlang, wenn ich mich nicht ganz irre. Wollen wir jetzt gleich mal verfolgen. Okay, da ist schon eins von den Kindern. Hey, komm her, ich vermöbel dich, Mann. Boah, Mann. Taro und Maru sind weg. Sie wollten diesen Affen jagen. Unglaublich, diese beiden. Kommst du eigentlich noch... Was? Spike, du solltest die Pone nehmen, den beiden hinterherin. Ach stimmt, ich brauche dafür die Pone. Ich glaube, ich brauche dafür sogar wirklich die Pone. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Es ist zu lange her, dass ich das Spiel gespielt habe. Zu lange her. Dabei ist es eines der besten Spiele dieses Universums. Ich wollte es ja eigentlich sogar schon mal für euch let's playen. Wollte ich sogar schon mal. Hatte auch schon den einen oder anderen Part aufgenommen sogar. Allerdings habe ich dann nach zwei Parts, ich glaube nach zwei Parts oder so, habe ich dann schon aufgehört. Weil ich dann gehört habe, dass ein HD-Remake davon rauskommt. Dieser hier. Und Taro ist ganz tief in den Wald eingedrungen. Oh yeah, ist woanders auch noch eingedrungen. Bitte suche ihn, Spike. Volles Arschloch, man. Verpisst euch alle aus meinem Leben. Ja, ich habe gehört, dass dann eben ein HD-Remake davon kommen soll. Und ich habe mir gedacht, ja komm, warten wir jetzt einfach mal auf das HD-Remake. Und das Warten hat sich gelohnt. Wald von Fyrone. Ein schönes Gebiet. Wir hören doch den Affen. Ja, genau. Hier vorne brauchen wir Epona. Drüber da. Yeah, Mann. Und hier haben wir die Quelle von vom Wald von Fyrone, die uns leider nicht teilt. So was aber auch. Schade, schade, schade. Nein, es ist nicht so. Können wir eigentlich auch? Ja, natürlich können wir rumboxen, während ich hier auf dem Pferd bin. Ich glaube, ich brauche Epona gar nicht mehr, wenn ich mich irre. Epona, bleib hier mal bitte stehen. Weg zum Waldschrein nach links. Tief im Wald ist das Fenster. Licht gibt's hier. Oh yeah. Ab zu Koro. Apropos Koro, kennt einer von euch das Spiel Kuru Kuru Kurin? Voll geil, Mann. Ja, Typ aus Order, na typisch. Ja, weißt du denn nicht, dass es selbst im Tag gefährlich ist, ohne Licht in den Wald zu gehen, Mann? Hast du keine Taschenlampe oder was? Hier gibt es jede Menge Höhlen und so. Ja, wo es auch tagsüber dunkel ist, Mann. Hier, nimm das. Das ist eine Lampe. Ja, yeah, Mann, endlich. Ja, bla 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 bla. Ich verkaufe hier Öl, um meinen Umsatz zu steigern, verteile ich Lampen zurzeit gratis, Mann. Wenn du Öl hast, spende dir die Lampe Licht. Außerdem kannst du auch Feuer mit dir anzünden, ey, Mann. Wirklich voll das tolle Item, Mann. Was macht der Vogel da auf meiner Schulter, Mann? Verpiss dich. Oder kauf was. Versuch doch einfach mal unter dem Topf ein Feuer zu machen oder den Vogel da auf meiner Schulter anzuzünden. Okay. Zack. Auf den... Hey! Auf den X-Knopf. Guti. Brums. Also, siehst du, das Feuer ist an. Kannst du die Lampe jederzeit verwenden. Wenn dein Öl ausgeht, kannst du jederzeit bei mir Neues kaufen. Okay. Ja, ich soll es mal wieder ausmachen. So. Weil das kostet mich die ganze Zeit Öl. Und wir brauchen ja Öl. Ich überlege jetzt gerade, ob ich mir noch mal eine Portion Öl kaufen soll. Das mache ich eigentlich ganz gerne immer mal. Aber ich habe eh kein Geld. Also ist es egal. Halt! Wo es mir einfällt. Auf X habe ich sie gelegt, genau. Ich glaube, da gab es doch eine Kiste, oder? Okay. Doch nicht. Oder gibt es hier... Ich dachte, es gab was, wenn man die beiden Fackeln anzündet. Aber anscheinend doch nicht. Oder gibt es noch irgendeine Fackel, die ich übersehen habe? Nö.
Nö. Okay. Dann habe ich mich wohl einfach geirrt. Kann ja auch sein, ne? Aua. Das hat wehgetan. So, ich überlege jetzt gerade, ich tue mal die Milch auf die R-Taste. Uah! Hallo! Damit ich mich heilen kann, wenn Nora Mann ist. Hey, was ist das? Hier aufheben. Okay, ich laufe damit rum. Eine Rute aus Holz. Damit hat Taro immer gespielt. Dieses Arschloch hat die Rute fallen lassen! Alter, ich werde ihn so verkloppen, ey. Wie kann der die Rute fallen lassen? Scheiße, ob dem was passiert ist, man, die Rute, Mann. So, komm her! Ja, das hast du gedacht, gell? Machen wir mal hier mal so ein bisschen Licht. Okay. Oh, bringen wir mal ein bisschen Licht ins Dunkel. Oh, hey! So. Hey, steck mal weg. Hey, du sollst weglegen. Gut, geht doch. Ich muss ein bisschen... Ich muss ein bisschen, Ding sparen. Ein bisschen Öl. Ich muss jetzt aber auch ein bisschen... Ey, geh kaputt. Ich muss aber auch ein bisschen Öl sparen und halt schauen. Weil das war hier... Ey! Hast du gedacht, gell? Ey, 50 gerne, Mann. Voll geil. War das nicht hier? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob es jetzt hier ein Herzteil gab oder ob das in einer anderen Höhle war. Ne, ich glaube, das war in einer anderen Höhle. Für ein Herzteil ist es noch viel zu früh. Das war in einer anderen Höhle. Hundertprozentig war das in einer anderen Höhle. Hey! Oh, es geht gar nicht. Schade. Schade. Ja, machen wir mal hier. Jawohl. Ich hole mal wieder das Schwert wieder raus, falls mich irgendein Gegner irgendwie ficken will. Dann kann ich ihn mal kurz ein bisschen verkloppen hier. Oh Gott, ich liebe diese Musik. Ich weiß es gar nicht, ob die, die Musik hier jetzt hat, auf dem Soundtrack mit dabei ist. Also auf der CD meine ich jetzt, die da... Ihr wisst schon. Ey! Was geht, Mann? Komm's, ich liebe diesen Angriff. Ich liebe die Stichattacke, muss ich sagen. Irgendwie eine meiner Lieblingsattacken von Link. Ich habe keine Ahnung, ob ich richtig gehe. Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade lang muss. Hey! Komm her! Hey! Hier, versuch nicht hier den... Ich brauche jetzt mal kurz Heilung. Hey! Ich wollte mich gerade heilen, Mann! Was fällt dir eigentlich ein? Hier, trink mal Milch. Hey! Er trinkt die Milch nicht! Oh, weil ich die falsche Taste drücke. Deswegen. Ich habe R2 gedrückt, aber ich muss ja R1 drücken. Ja. Oh, wie viel... Oh, Mann! Oh, boah! Oh, voll der... Boah, Baseball-Profi oder was? Bam, Mann! Yeah! Komm her! Bam, 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 bam! Oh, yeah, Mann! Schön! Okay, bin ich jetzt hier richtig? Ach, jetzt haben wir durch. Scheiß drauf, die Fledermäuse, Mann. Ich glaube, ich bin sogar richtig. Nein, ich weiß, wo ich bin. Ich bin tatsächlich bei dem Herzteil. Alter, jetzt schon ein Herzteil. Voll cool. Man merkt, ich habe wenig von dem Spiel im Kopf. Ich weiß halt ungefähr fast gar nichts mehr, ey. Und das ist das Herzteil, das ich gemeint habe. So, jetzt erstmal hier die Kiste aufmachen, voll auftreten. Mit einem kleinen Schlüssel, schön. Stimmt, den brauche ich auch noch, da war ja was. Ey. Schädelbass, bruch erstmal. Tada! Ein Herzteil. Sehr schön. Das brauche ich dringend. Das Herzteil brauche ich dringend. Hey. Ich glaube, jetzt wollen mich hier ein bisschen zu viele Gegner hier ficken, Mann. Oh Mann, ich wollte gerade voll die Wirbelattacke machen. So, Mann. Okay. Es gibt noch eine andere coole neue Neuerung in dem Spiel.
Die zeige ich euch aber erst später, weil die kann ich euch erst später zeigen. Das geht jetzt leider noch nicht. Es gibt viele tolle Neuerungen im Spiel, die ich Arschloch, die ich euch erst später zeigen kann. Sag mal, seit wann sind wir... War nicht schon immer so viele Gegner unterwegs? So, verpisst euch mal alle. So. Alle tot? Alle tot. Hey, ein Herzchen. Gott, ich liebe diese Musik. Ah. Das sieht richtig aus. Schön. Okay, dahinter wartet schon einer. Oh, was steht denn hier drauf? Zum Waldschrein. Lampe nicht vergessen. Ölverkauf weiter vorne. Mann, der macht doch überall Werbung. Komm her, Mann. Bams. Bam, Mann. Schön. Sehr gut. Okay, schon wieder ein paar. Hey. Bam, Mann. So, komm du auch her. Schön. Da ist ja noch einer. Bam, Mann. Schön mit einer Sprungattacke immer. Ja, stimmt dabei, der Geier. Na Spitze, Spitze. Jetzt noch kaufen, kauf was. Ja, man kann bei dem kaufen und man kann Lampenöl kaufen, man kann rotes Elixier kaufen und so. Man kann sogar klauen bei ihm. Aber das Problem dabei ist, dass er sich das nicht gefallen lässt. Und das möchte ich eigentlich... Doch, ich möchte zeigen. Komm, jetzt klauen wir was bei dem. Na Krabbel, komm, kauf was! Ich weiß aber nicht, bringt er einen um, oder? Gehe ich dann Game Over? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht, ich speichere mal. Ich speichere mal. Spiel fortsetzen. Ja, ja, bitte. Ich glaub, man konnte doch bei dem klauen, oder? Ey, du, komm her, du gefälligst etwas Geld rein. Nö. Tschüss. Alter, der tut doch gar nichts. Hey. Wow! Ja, wir sind aber keine Arschlöcher. Komm, wir zahlen. Hey, ich will zahlen. So. Katib! Wie viel kostet das? 20 Rubine. Ich hab 20 Rubine rein, du Pisser. Verpiss dich aus meinem Leben. Ja, man kann bei dem klauen. Voll cool. Aber wir sind ja keine Diebe, ne? Wir sind ja keine Diebe, deswegen haben wir uns einfach noch kurz das Öl käuflich erworben. Aber wir können ohne Probleme bei dem klauen. Voll cool. Das einzige Problem ist nur die moralische Zwickmühle, was? Jetzt erfinde ich schon irgendwelche Worte hier. Moral, was ist denn eine Moral? Noch nie gehört. So. Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin von der Drogenfahndung. Ich habe gehört, Sie haben hier Stoff. Ich hätte auch gerne was. Ey, Mann, ich verprügel dich. Du hast bei meinem Koks voll viel Backpulver mit rein, Mann. So, jetzt machen wir die mal hier. Bam, Mann. Jetzt befreien hier. Als Maul, du Scheißaffe, Mann. Ja, wenn du nicht gekommen wärst, Spike, hätten die mich bestimmt zusammen mit diesem Affe aufgefressen. Er ist übrigens ein ziemlich tolles Tierchen, nettes Tierchen. Er wollte mich beschützen und dann sind wir zusammen hier eingesperrt worden. Du, Spike, bitte sag meinem Vater nichts von der Sache hier, ja? Ich weiß gar nicht mehr, wer dein Vater ist. Er sagt uns immer, wir sollen bloß nicht in den Wald gehen, weil es dort viel zu gefährlich ist. Bist du nicht der Sohn vom Bürgermeister? Also bitte, sag ihm nichts davon, versprich es mir. Ja, Mann.
Spike. Wer war das jetzt nochmal? Oh, Spike! Colin hat mir erzählt, dass Taro im Wald verschwunden ist. Bin ich so schnell wie möglich hierher gekommen. Aber ich glaube, du hast ihn schon nach Hause geschickt. Vielen Dank. Dieser Wald ist irgendwie seltsam geworden, findest du nicht? Hoffentlich passiert nicht noch Schlimmeres. Aber Spike, morgen wirst du endlich nach Schloss Hyrule aufbrechen, nicht wahr? Ich denke, es ist gut, dass ich dir diese Aufgabe übertragen habe. Viel Erfolg. Pass gut auf dich auf. Und wenn du Glück hast, triffst du ja vielleicht sogar die Prinzessin Zelda. Das hat nichts mit Glück zu tun, mein Freund. Ja, zurück auf der Weide. Och, es ist so schön, weißt, er setzt sich halt einfach hin und genießt einfach das Wetter, sage ich jetzt einmal. Hey, Spike, auf wie viel Beste. Er setzt sich einfach hin und genießt das Wetter. Das sind so kleine Details, sage ich jetzt einmal, die ich an diesem Spiel einfach liebe. So, Spike, langsam ist es wohl Zeit für den Aufbruch, ey. Wollen wir da ein bisschen früher Schluss machen? Ja, yeah, Mann, weil die Fahrtkosten werden mir angerechnet, weißt. So, wo ist Epona? Ach, kann ich ja rufen. Holen wir uns mal Epona. Eponalein, ich brauch dich. Komm mal her, mein Schatz. Kann ich bei dir nicht schon? Also gut, los geht's. War das jetzt das schon, wo ich das Herzteil bekomme? Ich weiß gar nicht, ist das jetzt schon das, wo ich das... Nee. Nee, das ist nicht das, wo ich das Herzteil bekomme. Ich glaube, ich muss es da noch ein drittes Mal machen. So, da haben wir jetzt erstmal ordentlich viele rein. So, jetzt erstmal... Wie ist der da jetzt reingekommen? Was? So. 18 schon drin. Wunderbar. Ich glaube, für das Herzteil muss man das in einer gewissen Zeit schaffen. Ich weiß gar nicht mehr, wie schnell man sein muss. War das eine Minute 10? Oh, oh. Aua. Arschloch. So. Ja, verlieren wir keine Herzen mehr. Geh rein. Jawohl. So, jetzt kommen wir wohl von der Seite einfach, würde ich mal sagen. Ist, glaube ich, gerade das Einfachste. Und zwar so. Was irgendwie nichts gebracht hat. So. Und alle rein da. Ja, wunderbar. Okay, 5 Viecher fehlen noch. Oh, da ist ja ganz hinten eins. Das holen wir doch mal kurz. Ey, wo läufst du hin? Wo läufst du hin? Komm. Das sind doch alles Arschlöcher. So, ich hasse diesen Teil. Ich kann den null. So, rein da. Nee, eine Minute 10 war das nicht. Es war eigentlich recht einfach zu bekommen, das Herzteil. Also das Zeitlimit war human. Sagen wir es mal so, es war auf jeden Fall human. Es sei denn, sie haben es jetzt hier in dem HD-Remake ein bisschen modifiziert, was ich nicht hoffen will. So, lauf rein, läufst von selbst rein. Ja, wunderbar. So. Komm, lauf mit. Lauf mal zu da vorne. Komm. Ja, wunderbar. Das passt mir gerade ganz gut. Komm, lauf da rein. Du auch. Rein da. Ja, wunderbar. Endlich. Alter, das hat jetzt schon wieder viel zu lange gedauert. Da merkt man, dass du ein echter Profi bist. Du bist 5 Sekunden irgendwie schneller als sonst. Ich will aber nochmal, ich will das Herzteil. Muss man noch so richtig aus dem Dorf herauskommen, man kann nicht wirklich beneiden.
Hallo. Okay, dann muss ich halt mal kurz zum... Ja, ich will nicht nochmal mit dir reden. Muss ich nochmal kurz zum Bürgermeister. Zum Bürgermeister sozusagen. So. Bürgermeister Fettsack. Weil ich will dann nämlich das Herzteil holen. Das kann ich dann eigentlich offscreen nach dem Part hier holen. Oh, Spike, schon fertig für heute? Wünsche einen schönen Feierabend. Das Geschenk für den Hof ist schon vorbereitet. Das sollte sich jetzt auch für die Abreise breit machen. Ich bin so fett, ich kann kaum noch reden. Immerhin hat der Hof von Hyrule selbst um dieses kleine Geschenk von uns im Dorf gebeten. Wäre doch ziemlich unziemlich, oder? Wenn der Repräsentant Ordens zu spät bei Hofe erscheint, oder? Ihr habt einen weiten Weg vor euch. Also passt mir gut auf Spike auf, ja? Aber was ist das? Was soll das? Das arme Tier ist ja verletzt. Spike! Hast du Epona wieder zu grob angefasst? Hey, das ist mein Pferd. Aber Ilja, reg dich doch nicht so auf! Vater! Bitte ruhig. Wie kannst du etwas nur sagen? Du bist der Bürgermeister! Also sei ich etwas verantwortungsbewusster. Ich wollte das Pferd doch bloß in seiner Sanje machen. Armes Kleines. Keine Sorge, Pone, ich bring dich gleich zur Quelle im Wald. Der Lichtgeist, der dort wohnt, wird deine Verletzung sicher gleich wieder heilen. Aber Ilja! Oder Epona kann Spike das Geschenk noch nicht rechtzeitig abliefern. Unmöglich, dieses Kind. Ja, stimmt, das gab's ja auch noch. Dabei wollte ich doch offscreen das machen. Naja. Wird wohl nichts. Aber ich weiß, dass was jetzt kommt, eh ein bisschen länger dauert, also ist okay. Ist okay. Kriegen wir schon alles irgendwie hin, sage ich jetzt mal. Das Herz holen wir uns dann einfach beim nächsten Mal. Eins haben wir immerhin schon mal. Ist doch auch schon mal was. So, ich würde mal sagen, beim nächsten Mal verfolgen wir Ilja mal und schauen mal, dass wir unser Pferd wieder bekommen. Weil irgendwie ohne Pferd wird das ein bisschen schwierig, das Zeug in Hyrule abzuliefern. Weil ich denke mal, das wird schon ein kleines Stück sein. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie weit das überhaupt war. Aber ich glaube, bis Schloss Hyrule war das gar nicht mal ein so weiter Weg. Aber sehen wir dann, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also gut, Leute, das war dann Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess HD für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.